Mit einem Kung-Fu-Tritt schleudert Po die Bärin gegen einen Baum. War das richtig? Ah, nein, nein, das war nicht richtig. Wo war die kurze Lageanalyse? So funktioniert dieser Move nicht. Weißt du, dein Move hat ja nicht so richtig hingehauen. Da habe ich noch eine Schippe draufgelegt. Einen kleinen Bauchrempler und ein kleines Kapau. Ah, ist das überhaupt ein Kung-Fu-Move? Wenn ein Kung-Fu-Meister ihn vollführt, dann ist es ein Kung-Fu-Move. Könntest du bitte nur das tun, was ich verlange? Okay, okay, wie du meinst. Ach, gib mir den Handschuh. Nochmal von vorn, Knappe. Ciao, ciao, Hündin Chang Pu zieht Klaus und Veruca auf ihrem Handkarren ins Dorf. Ist es noch weit? Ich werde müde. Weißt du, wenn wir beide ziehen würden, dann... ist schon gut, ist nicht nötig. Ich mach gerne etwas Oberkörpertraining. Wenn du nicht bald meinen Bruder wieder gesund machst, brauchst du gar kein Training mehr. Angestrengt zieht Chang Pu den Karren. Wie hübsch und idyllisch. Ich hasse es. Im Dorf spricht eine Hohepriesterin über den Geist Yao Jing. Die Erntezeit naht, Schwestern, so wie es Yao Jing vorhergesagt hat. Was denn? Fröhliche Ernte, Chang Pu. Ich bin zurück, Schwestern, und ich habe Reisende. Hallo, meine Damen und Herren. Mit gezogener Klinge springt Veruca vom Wagen. Keine Herren dabei. Das macht nichts. Wer hat hier das Sagen? Na, wir alle. Aber ich spreche für Yao Jing und sie durchströmt mich wie ein sprudelnder, frischer Gebirgsbach. Oh, Yao Jing verlangt, dass du dir das notierst, Chang Pu. Wie ein sprudelnder, frischer Gebirgsbach. Perfekt für den neuen Newsletter. Durchströmt mich wie ein Bach. Gebirgsbach. Gebirgsbach. Frisch. Frisch. Frischer Gebirgsbach. Dieses Yao Jing? Sie ist unser großartiger, unsichtbarer Geist. Unser bescheidenes Walddorf hier bewahrt die mystische Reinheit all ihrer Töchter. Und ich bin ihre hohe Priesterin. Unsere Dame. Sie ist unsere Dame. Wir lieben Pass sie. Pass auf, mein Bruder muss wieder zusammengepflegt werden. Also bringt uns zu eurem Doktor. Sofort. Sagtest du gerade Bruder? Na endlich. Er ist da. Was für eine Freude. Und aber wirklich glücklich. Seid jetzt bitte still. Ich helfe euch gern. Brauchst du wirklich dieses Messer hier? Das ist mein Glückshackebeil. Oh, so ein Glück? Na gut, folge mir. Hey, du, vergiss bloß nicht meinen Bruder. Veruca folgt der Hohepriesterin und Chang Pu zieht Klaus auf dem Handkarren hinterher. Etwas später kommt Klaus in einem Raum wieder zu sich. Wo bin ich? Wer seid ihr? Bin ich tot? Hättest du wohl gern.